Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mein Deutz, mein Dorf und ich. Auch wenn es heute ein bisschen windig ist und ein bisschen regnet, will ich hinter mir mal hier dieses Schwerlastregal abbauen. Denn der Bauwagen soll dahin und jetzt fange ich an, das auszuräumen und dann mal versuchen abzubauen. Ja, der Bauwagen soll ja hier hin. Dann werde ich hier aus diesen Schwerlastregalteilen versuchen, einen Unterstand zu bauen, so wie ich das für den Wohnwagen da unten gemacht habe. Hier war die alte Miste von Schweinestall, was ja mein Werkstatt ist. Hier unter ist die Güllegrube oder die ehemalige Güllegrube. Und hier soll er einfach ein Dach drüber mit der Einwand hier zu, dass der Bauwagen ganz auf dem Trocken zu stehen. Ich muss halt nur gucken, ob die Schwerlastregalteile hoch genug sind. Aber ja, das sollten so, denke ich mal, sein. Wenn nicht, lasse ich mir da irgendwas anderes einfallen. Schauen wir mal. Das Regal steht hier aus dem Grund nicht hier für die Paletten, sondern da hatten wir vorher mal Holz gelagert. Also sprich Brennholz. In Meterstücken bis oben hin vollgepackt. Ja, aber wir nutzen das nicht mehr. Wir werden das Holz jetzt woanders lagern. Werdet ihr, denke ich mal, im Sommer jetzt auch noch sehen, wenn ich wieder Holz hole. Ja. Deswegen kommt das Regal jetzt hier weg. Schuppen. So, dann räume ich jetzt noch die Steine hier weg. Die sind nämlich immer noch alle übrig geblieben hier von dem Pflaster auf dem Hof. Und dann kann ich anfangen, das Regal abzubauen. Oben sind diese Traversen geschraubt, unten gesteckt, weil oben sind nicht mehr die Originaltraversen zu dem Schwerlastregal. Die passen da nicht rein, deswegen hat mein Vater die damals angeschraubt. Und ich werde die oben abschrauben, werde dann unten die rausstecken und werde das erstmal abbauen.
So, bauen wir mal das Regal ab. Mal gucken. Mal jetzt mal Schlüssel und Knarre. Jetzt runter. Nicht runterfallen. Ah, mein Vater hat das damals mit unserem Nachbarn aufgebaut. Steht ja auch schon ein bisschen. Deswegen ist es alleine ein bisschen schwierig. Aber es geht. Dann fegen wir auch gleich noch ein bisschen durch und dann schauen wir mal, ob der Wagen dahin passt. So, dann schrauben wir jetzt mal die anderen Traversen hier ab. Ich würde sagen, wir schrauben nach vorne los, nehmen die weg, lassen das hier rüberklappen auf die Stützen und machen dann die andere Seite ab. Mal aufpassen. So, jetzt mache ich das mit der anderen Seite genauso. Hoffentlich.
Feierabend. Ich bin jetzt mal hier in die Werkstatt gegangen, denn es wird draußen langsam dunkel. Ja, also das Regal ist jetzt weg. Ich habe alles weggeräumt und habe unten jetzt den Platz gefegt. Das ganze Moos da weggefegt. Falls jetzt immer noch fragt, wofür dieser Stein da in der Mitte ist. Da sind Rillen drin in diesem Stein, damit das Regenwasser ablaufen kann. Da ist ein Loch in der Güllegrube. Denn darüber war die Miste bei der Güllegrube, so konnte der restliche, also die restliche Gülle in der Miste gleich in die Güllegrube laufen. Die Güllegrube war früher auch mal abgedeckt, da war links und rechts eine Mauer. Jetzt ist nur noch auf der einen Seite dieser Mauer, da wo das Blumenbeet ist. Und da war ein Einsteckbretter drin und oben war Blechdeckel drauf. Damit kein Regenwasser da noch zusätzlich reinlaufen konnte, um die Güllegrube nicht unnötig zu füllen. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt sauber. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich versuche, den Wagen dahin zu fahren und wie es weitergeht mit dem Unterstand, dann schaut auf jeden Fall bei Teil 2 vorbei. Würde ich sagen, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei, also meine Facebook- und Instagram-Seite verlinkt. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge.